Irgendwann im Jahr 2010 oder 2011 musste ich eine mündliche Prüfung im Fach Exegese des Alten Testaments ablegen. Damals ging es um das Buch Ruth. Ich werde diesen Moment nie vergessen, als mir meine Professorin in Münster ein Bild vorlegte, ein Gemälde, das ich zu analysieren hatte. Und auf diesem Gemälde sah man Ruth mit ihrer Schwiegermutter Naomi. Die Professorin, bei der ich diese Prüfung ablegen durfte, war Marie-Therese Wacker. Eine Professorin für Altes Testament, die aber zugleich Gender in ihr Spezialgebiet hineinbrachte. Also Genderfragen, feministische Fragen, all das vermengte sich mit alttestamentlicher Exegese. Vor diesem ideologischen Hintergrund durfte ich also dieses Bild analysieren und Ziel dieser Prüfung war, von mir zu hören zu bekommen, dass Naomi und Ruth, so wie sie hier dargestellt sind auf diesem Bild, vor allem Naomi ganz androgyn, den beiden also zu unterstellen, sie hätten ein Verhältnis. Dies ist nur ein kleines Beispiel dafür, wie ideologisch verzerrtes Theologietreiben aussehen kann. Ein literarisches Beispiel in jüngster Zeit möchte ich Ihnen in diesem Video kurz darstellen und kommentieren. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe etwas gesehen in letzter Zeit, das mir mal wieder etwas die Sprache verschlagen hat. Und man könnte denken, ja, nach dem, was es in den letzten Jahren immer wieder so gab, gerade im Zuge des Synodalen Weges und alle möglichen anderen Dinge, die an Skurrilität eigentlich nicht mehr zu toppen sind, müsste einen nichts mehr schockieren oder sprachlos machen, aber dem ist nicht so. Es gibt immer etwas, das dann doch nochmal die Sahne auf der Torte darstellt. Und nun hat sich ein neues Feld in meinem Aufmerksamkeitsbereich eröffnet. Darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Es soll aber keine Rezension oder keine Analyse, keine ausführliche Analyse sein, sondern einfach ein Hinweis und ein kurzer Kommentar dazu, was es momentan so gibt, gerade in der theologischen Landschaft. Theologen sind bekannterweise Schreibtischtäter. Was Theologen so von sich geben, was sie so fabrizieren, deshalb am Schreibtisch sitzend forschen, das wird zunächst auf akademischer Ebene diskutiert, debattiert und reflektiert über Jahre und Jahrzehnte hinweg, bis das Ganze dann auch im realen Leben, wenn man so ein bisschen böse formulieren möchte, bis das Ganze im realen Leben angekommen ist und auch im Leben der Kirche. Heute möchte ich Ihnen einen Forschungszweig vorstellen, der auch eine gewisse Interdisziplinarität aufweist. Es geht nicht einfach nur um ein theologisches Thema, es geht um einen Schnittbereich zwischen Theologie und Gender Studies, wie das heutzutage ganz gang und gäbe geworden ist. Eigentlich, ich glaube, das war Klaus Berger, eigentlich sieht man selten heutzutage wirklich rein theologisches Treiben, dass man mit theologischen Argumenten eine Sache reflektiert. Und Klaus Berger hat eben gesagt, dass in der Theologie eine Art Minderwertigkeitskomplex vorliegt, dass man heutzutage meint, allein theologisch zu argumentieren sei nicht genug, weil die rein theologischen Argumente nicht so viel wert sind, wie zum Beispiel Argumentationsfiguren aus den empirischen Wissenschaften, also naturwissenschaftliche Argumente, aber auch aus anderen geisteswissenschaftlichen Bereichen seltsamerweise. Also philosophische Argumente, das ist aber normal, weil das gehört einfach zusammen, theologisch und philosophische Argumente miteinander zu kombinieren. Aber gerade auch Bereiche aus den Sozialwissenschaften, aus den Humanwissenschaften werden immer mehr zu einer Stütze sozusagen, weil die Theologie so invalide ist, wenn man so will. Also dass man da einen Krückstock empirischer Wissenschaften bräuchte. Und eins dieser interdisziplinären Wege ist eben auch Anleihen zu machen,
in Richtung Sozialwissenschaften. Feministische Elemente finden Eingang in alle möglichen Disziplinen. Also es gibt eine feministische Theologie als Forschungszweig. Es gibt natürlich viele philosophische Strömungen, die feministisch sind oder sich eben mit diesem Grundsatz, ne, von diesem Grundsatz her geprägt sind. Es gibt auch die Gender Studies oder alle möglichen Dinge, die in diese Richtung gehen. Das betrifft auch die Philosophie, das betrifft aber eben auch die Sozialwissenschaften. Und nun habe ich sehr viel um den heißen Brei herum geredet. Ich möchte mit Ihnen nämlich über einen Bereich sprechen, der sich hier jetzt niederschlägt in einem Buch, das im Herder Verlag, im Verlag C.H. Beck erschienen ist, von Anselm Schubert. Anselm Schubert ist, glaube ich, also er bezeichnet sich im Buch immer wieder als Theologe, aber ich glaube, er macht vor allem Religionswissenschaft. Religionswissenschaften sind nun mal irgendwie so ein bisschen eine eigene Disziplin, die den Glauben oder verschiedene Glaubensrichtungen eher von außen betrachten, einen äußeren Zugang zu der Religion vornehmen. Und er hat ein Buch herausgebracht, das heißt Christus MWD, männlich-weiblich divers. Eine Geschlechtergeschichte. Auch das Bild hat schon für Furore gesorgt. Ich habe das also hier und da schon mitbekommen, aber auch bei Ihnen. Ich habe das nämlich schon in die Community-Spalte gepostet und da hatten auch schon viele darauf reagiert. Also es sagt schon sehr vieles darüber aus, was im Buch zu finden ist. Und dieses Buch ist eine Verdichtung eines bestimmten Forschungszweiges oder bringt einen bestimmten Forschungszweig auf den Begriff, auf einen Begriff. Sollten Sie ein Brummen vernehmen, es tut mir wirklich sehr leid. Draußen verwendet irgendwer ein riesiges landwirtschaftliches Gerät, das sehr laut ist. Ich kann es leider nicht beeinflussen. Ich hoffe, dass meine Stimme das Ganze überdecken kann. Zurück zum Thema. Es geht um Anselm Schuberts Werk, das eben einen interdisziplinären Bereich betrifft, die Theologie und die Geschlechtergeschichte. Was ist der Untersuchungsgegenstand dieses Buches namens Christus, männlich-weiblich divers? Es geht vor allem darum, die Geschlechtlichkeit Jesu zu analysieren oder zusammenzufassen, was darüber bekannt ist, beziehungsweise zusammenzufassen, die Forschungsgeschichte, also die Beiträge, die zu diesem Thema bereits in den letzten Jahrzehnten veröffentlicht worden sind. Es geht da vor allem um die körperliche Geschlechtlichkeit Jesu, aber auch grundsätzlich um Geschlechterbilder des vor allem historischen Jesus. Manchmal geht es aber auch um den Christus des Glaubens. Das ist ja ein Grundsatz in der Theologie, in der liberalen Theologie, einen Unterschied zu machen zwischen dem historischen Jesus und dem Christus des Glaubens. Der Christus des Glaubens ist der nachösterliche, der auferstandene Christus, den mal für den Sohn Gottes hält und so, als wäre der das eben nicht auch schon vor seinem Tod. Aber also das wird immer unterschieden. Ich werde dazu jetzt nicht großartig was sagen, weil das nicht Thema dieses Videos ist, dass Sie einfach Bescheid wissen. Also interessant ist vor allem für den Autor das Thema historischer Jesus, was über ihn bekannt ist, über seine Geschlechtlichkeit bekannt ist. Aber gerade auch mit Blick auf die Wirkungsgeschichte ist der Christus des Glaubens natürlich auch relevant. Also was hat man aus Christus gemacht, um einmal mit dem Autor zu sprechen? Wie hat man sich seine Geschlechtlichkeit vorgestellt? Was sind Konzepte? Was möchte der Autor? Denn für uns gläubige Christen, also ich sage wirklich Christen, weil es durch die Bank hindurch, durch alle Konfessionen hindurch natürlich gleich ist, ist diese Frage nach dem Geschlecht Jesu irrelevant, weil für uns klar ist, Jesus ist Mann. Er ist, also Gott ist als Mann Mensch geworden und das hat auch nicht einfach nur politisch-gesellschaftliche Gründe, dass man sagt, patriarchale Strukturen in einer Gesellschaft und dann, er kann nur dann was erreichen, wenn er als Mann geboren wird. Nein, es hat natürlich auch mystische Gründe, das hat zu tun mit der alttestamentlichen Prophetie, die sich in Christus erfüllt. Es ist absolut zutiefst messianisch etc. pp. Also natürlich hat das auch was mit der Brautmystik der Kirche zu tun. Aber für uns ist auf jeden Fall klar, Jesus ist Mann. Das geben auch die historischen Quellen wieder. Also nicht nur die christlichen Quellen, sondern auch die außerchristlichen Geschichtsschreiber, die über die Existenz eines gewissen Christus oder Christus, weil die sich verschrieben haben
oder den Namen nicht richtig drauf hatten, die über so jemanden da berichten und Jesu Existenz damit auch historisch beweisen, hegen gar keinen Zweifel daran, dass Jesus ein Mann ist, der eben hingerichtet worden ist am Kreuz. Aber anscheinend ist das nicht so selbstverständlich, vor allem mit Blick auf die 68er. Da wurden diese Fragen sehr, sehr laut, dass man fragt, war Jesus überhaupt Mann? Und wenn er Mann war, was für eine Sexualität hatte Jesus? Dass man sowas, dass man diese Fragen stellt, steht natürlich ganz außerhalb des gläubigen Radius, weil, wie gesagt, für gläubige Christen ist klar, Jesus ist als Mann geboren, also Gott wurde Mensch als Mann. Er war ohne Sünde und wir sagen, dass Menschen, die eine Sexualität außerhalb der gottgewollten Sexualität, wie sie in der Genesis grundgelegt ist, ausleben, ist eine Sünde. Also war Jesus nicht queer und alles, was man irgendwie da in diese Richtung nennen könnte. Jesus war zölibatär, was er selbst durch, also auch in den Evangelium immer wieder durchklingen lässt. Seine Apostel waren zölibatär, lebten zumindest zölibatär von dem Zeitpunkt an, wo sie das Missionswerk Jesu erfüllt haben. Selbst wenn sie verheiratet waren, lebten sie diese Ehe nicht mehr aus. Dazu gibt es auch sehr viele Hinweise, ist auch nicht Thema dieses Videos. Ich will damit nur sagen, all diese Punkte sind für uns eigentlich geklärt, weil sie eben auch durch andere Wissenschaften gesichert sind. Nun kommt jemand, der aber eben durch, also, wie soll ich das nennen? Es ist quasi, als würde man hier jemanden dazu beauftragen, mit einer ideologischen Brille die Kirchengeschichte, die Exegese, all diese verschiedenen Disziplinen neu vorzunehmen. Und natürlich kommt man dann, wenn man einen verzerrten Blick hat, auch auf verzerrte Ergebnisse. Und diese verzerrten Ergebnisse sind zusammengefasst in diesem Werk. Also ein Auftragsideologe, wenn man so will. Man muss fairerweise sagen, er selbst hat diese Dinge nicht erforscht. Es geht ihm nicht darum, selbst seine Ergebnisse darzulegen, sondern das, was in den letzten Jahrzehnten dazu geforscht worden ist, geforscht in Anführungsstrichen, denn für mich gehört zur Forschung eine gewisse wissenschaftliche Redlichkeit, die ist für mich hier nicht gegeben, wenn man die Sozialwissenschaften, bestimmte Sozialwissenschaften, nämlich die Gender Studies etc., zum Nonplusultra erhebt und über alle anderen Wissenschaften erhebt und mit einer meines Erachtens nicht angemessenen Methodik vorgehend solche Ergebnisse erzielt. Aber gut, aber natürlich kommt auch immer wieder sein eigenes hindurch und da merkt man, dass er selbst eben auch davon überzeugt ist, was, ja, was andere eben bereits vorgelegt haben. Und es geht eben darum, dass er jenen entgegenkommen möchte, die sich mit dem überkommenen christlichen Jesusbild und Christusbild, wenn man es eben unterscheiden muss, nicht identifizieren können. Sprich mit jenen, die eben einen Gott als Vater nicht akzeptieren oder Christus als Mann nicht akzeptieren wollen. Es geht also darum, mithilfe der feministischen Theologie auf die Suche zu gehen nach anderen Bildern von Gott und alternativen Christusfiguren, mit denen sich Frauen aber eher identifizieren können. Und was mich jetzt eben sehr unzufrieden macht, ist, dass man hier spricht von der Rekonstruierung vergessener Traditionen, als ob es wirklich so Traditionen innerhalb der Kirche gibt, innerhalb des Christlichen gibt, die einfach in Vergessenheit geraten sind, die man aber wieder herausgraben muss und dann sieht man eben ein vollständigeres Bild. Sie werden gleich vielleicht auch ein bisschen besser verstehen, was ich damit meine, warum mich das so unzufrieden macht oder weshalb ich mich auch darüber aufrege. Denn das sind keine christlichen Traditionen, sondern Randansichten von einzelnen Personen, die erstens von der Kirche sowieso verurteilt worden sind oder also wie auch immer. Und zweitens oft auch Ansichten, die man gerade bei gnostischen Gemeinschaften findet, die man in Schriften der Gnostiker findet, die nichts zu tun haben mit dem Neuen Testament, die man aber auf Jesus projiziert. Oder eben die falsche Auslegung, die unrechtmäßige Auslegung von mystischen Texten,
beispielsweise von mystischen Texten aus dem Mittelalter, die gar nicht so gemeint sind, wie sie jetzt anachronistisch ausgelegt werden. Mit einer Brille des Feminismus oder sogar also mit der Genderbrille aus dem 20. Jahrhundert aufoktroyiert, zurückversetzt auf diese Texte, die so gar nicht gemeint waren, weil sie eben gar nicht verstanden werden von ihrem zeitgenössischen Verständnis her. Das ist immer für mich unrechtmäßig und unhistorisch. So arbeitet man nicht. Und das sind eben meines Erachtens unredliche wissenschaftliche Methoden. Es ist einfach ohne die richtige Methodenanwendung. Also, es geht um eine geschlechterhistorische und theologische Untersuchung der Christusbilder in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten und Jahrtausenden. Ich möchte Ihnen das alles nicht im Einzelnen darlegen, aber es gibt immer wieder so bestimmte Grundlinien, zum Beispiel, dass man natürlich gegen kirchliche Positionen polemisiert, dass aufklärerische Bestrebungen, den historischen Jesus zu rekonstruieren, von der bösen Kirche unterdrückt werden oder dass man nicht radikal genug, also gegen die Kirche argumentiert hat, sondern tatsächlich sogar die Aufklärer teilweise kirchliche Positionen übernehmen und das darf nicht sein, so nach dem Motto. Zum Beispiel Dinge als selbstverständlich vorauszusetzen, wie dass Jesus nicht verheiratet war, dass er zölibatär lebte, dass er ein Mann war. Wie gesagt, ganz stark wurden diese Grundsätze in Frage gestellt in den 1860ern, aber auch um das Jahr 1800 herum gab es erste Infragestellungen. Und mit exotischen Thesen meine ich tatsächlich auch sowas wie, dass man Matthäus 19, wo Jesus davon spricht, dass man sich um des Himmelreiches Willen zum Eunuchen macht, nicht indem man sich selbst kastriert. So ist das nicht also körperlich gemeint, sondern gemeint ist das eben dadurch, dass man auf eine Familie verzichtet und bewusst um des Himmelreiches Willen zölibatär lebt, dass dies anders gedeutet wird, gegen den Text, gegen den Kontext der Bibelstelle gelesen und dann gesagt wird, damit möchte Jesus, also Jesus war queer und er wollte das, hat das gesagt, um gegen feste Geschlechtsidentitäten zu protestieren. Also man legt diese ganze Genderbrille an und liest die Heilige Schrift ganz neu. Ich habe Ihnen ja ein Beispiel auch schon am Anfang im Intro gebracht und das ist es genau. Also das ist für mich wirklich Ausdruck von Ideologie, weil Ideologie wissenschaftsfeindlich ist. Ideologie ist wissenschaftsfeindlich, weil sie sich nicht den wissenschaftlichen Methoden aussetzt. Viele sagen, die katholische Kirche ist also Ideologie, aber vergessen, dass die Wissenschaften aus der Theologie entstanden sind. Dass es kaum einen Glauben gibt, der so sehr sich von der Vernunft durchdringen lässt, beziehungsweise korreliert, so sehr korreliert mit der Vernunft, wie der christliche Glaube. Und ganz besonders der katholische, gerade aus den katholischen Ordensgemeinschaften viele Wissenschaftler, auch Naturwissenschaftler, gerade Naturwissenschaftler hervorgegangen sind. Also Wissenschaftsfeindlichkeit, dass man eben gar nicht mehr die Methoden anwendet, die es eigentlich gibt, die zum Beispiel für die Auslegung der Heiligen Schrift vorliegen. Und dann etwas gegen den eigentlichen Schrift, den wörtlichen Schriftsinn auslegt. So soll es nicht sein. Selbst die geistliche Schriftauslegung darf nicht gegen den wörtlichen Schriftsinn ausgelegt werden. Darauf hat auch Thomas von Aquin schon hingewiesen oder daran erinnert. Das ist natürlich nichts Neues gewesen, aber Allegorie etc., allegorische Schriftauslegung und die moralische Schriftauslegung, solche Auslegungsweisen können nicht das Gegenteil erbringen von dem, was der wörtliche Schriftsinn ergibt, sondern es ist eben ein gemeinsames. Und so kann man auch hier eigentlich weiter ausführen. Eine genderkonforme Auslegung der Heiligen Schrift ist Ideologie, wenn sie das Gegenteil oder ein ganz anderes Ergebnis zutage fördert als die historisch-kritische Methode, die den Wortsinn dieser Bibelstelle erarbeitet, ne, oder offenlegt. Und es ist total ironisch deshalb, wenn dann Anselm Schubert sagt, das Neue Testament sei ideologisch, wenn es zum Beispiel ein angeblich imperialistisches Männerbild tradiere.
Das sagt der Auftragsideologe, der der feministischen und queeren Ideologie einen Bärendienst erweist. Weitere Grundtendenzen, die man in diesem Buch findet, ohne das Ganze jetzt wirklich, wie gesagt, von A bis Z zu analysieren. Und es ist einfach ein Beispiel dafür, was man sehr oft in der Theologie heutzutage sieht. Ich sehe das sehr oft bei Michael Seewald, ich sehe das in ganz vielen systematischen Büchern, dass Dinge historisiert werden. Die Neigung zur Historisierung. Dass man christliches Gedankengut hernimmt und dieses einfasst in den größeren historischen Kontext, ist ja auch richtig, man muss das auch machen. Und auch die Offenbarung ist immer auch historisches Geschehen, ja. Aber wir dürfen es nicht, also wir dürfen dann nicht daraus diese Schlussfolgerung ziehen, dass etwas relativ ist. Zum Beispiel, dass man sagt, es ist kulturell bedingt, dass man Inkarnation so glaubte in den ersten Jahrhunderten, wie man es eben glaubte. Also, dass Gott in einem Mann Mensch wurde, weil wir in einer patriarchalen Gesellschaft waren. Und da ist es wichtig, dass Gott eben als Mann sich inkarniert. Aber heutzutage ist das nicht mehr so und deshalb kann man auch das in Frage stellen. Und das ist also, dass man das auf bestimmte historische Bedingungen, ja, herunterbricht, ne? Als wäre das nur damit zu erklären. Und genauso dann eben Dogmen historisiert, das könnte man auf viele Bereiche anwenden. Also die Historisierung fällt auf in diesem Buch. Ansonsten, wie gesagt, greift der Autor exotische Thesen auf oder Thesen aus nichtchristlichen Kontexten, benennt sie aber entweder als christliche Kontexte oder sagt, die böse Kirche hat diesen Gemeinschaften einfach den Glauben abgesprochen. Es geht zum Beispiel, wie gesagt, um gnostische Gruppierungen, die haben viele seltsame Thesen vertreten und viele Texte, die wir als apokryphe Texte bezeichnen, sind natürlich nicht ins Neue Testament gekommen. Die sind 300 Jahre später entstanden oft und sind eben nur in diesen gnostischen Gruppierungen gelesen worden, haben also nichts mit dem Christentum eigentlich zu tun. Kirchenväter-Aussagen werden auch oft zweckentfremdet einfach falsch verstanden, um dieser Grundthese des Autors zu entsprechen. Es werden den Kirchenvätern teilweise auch hier einfach Dinge unterstellt in dem Buch von Anselm Schubert, die so nicht stimmen. Also, oder man nimmt das pars pro toto und sagt, das war eben die Gesamtansicht der Kirche, was aber vielleicht gar nicht der Fall ist, sondern das war vielleicht die Einzelmeinung eines Kirchenvaters in dieser Zeit, als zu dem Thema noch keine abschließende, lehramtliche Aussage erfolgt ist. Und ansonsten findet man natürlich die gängigen ideologischen Prämissen, also was immer ganz klar als Grundthese mitschwingt, also alles, was eigentlich Gender Studies anbelangt, also was die ganze Gender-Theorie eigentlich betrifft, da muss ich jetzt nicht nochmal alles aufzählen. Sehr bezeichnet ist zum Beispiel die Verwechslung oder die Ineinsetzung des grammatikalischen und natürlichen Geschlechts, obwohl beides zwei verschiedene Ebenen darstellt. So kann man zum Beispiel nicht den Heiligen Geist weiblich denken, nur weil das hebräische Wort Ruach das weibliche Genus hat. Ne? Auf Griechisch heißt es zum Beispiel Pneuma und Pneuma ist Neutrum. Spätestens da endet dann ja diese Argumentationsfigur. Ne? Aber das ist eine uralte These oder eine uralte Diskussion, die sich daran natürlich hier wieder entfachen kann. Und es gibt ellenlange Reflexionen in der Forschungsgeschichte. Das kennen Sie alles schon durch und durch. Also zu Christus, zu seinem Bild, zum Christusbild, da gibt es so einiges, was man also zu diesem Buch und zu dieser ganzen Forschungslinie sagen kann, ist, und das ist mir schon im Studium aufgefallen, gerade in den biblischen Wissenschaften, es gibt nichts, was nicht schon einmal gesagt worden ist. Es gibt so viele verschiedene Überlegungen zu jeder einzelnen Bibelstelle. Zu den einzelnen biblischen, also gerade historisch-kritischen Methoden. Es gibt deshalb immer mehr Bestrebungen, auch interdisziplinär Bibelwissenschaft zu betreiben, dass man also die anderen Wissenschaften heranzieht. Das habe sogar ich gemacht in meinem Studium, in meiner Promotion. In meiner Doktorarbeit habe ich die historischen Wissenschaften herangezogen, um nachzuweisen, dass das, was in der Heiligen Schrift steht, so auch zu verstehen ist, wenn man so will. Also die Archäologie, die Epigraphie, also die Inschriftenkunde. Ich habe ganz viel Numismatik gemacht, also die Münzkunde und verschiedene andere Dinge sind da auch noch mit eingeflossen. Die klassische
Philologie, also die Altphilologie der griechischen Sprache vor allem. Was ich damit sagen möchte ist, man hat irgendwie, habe ich das Gefühl, diesen Druck in der Bibelwissenschaft und auch in den anderen theologischen Disziplinen, also korrigieren Sie mich, wenn das nicht stimmt und das, mein Eindruck sich nicht bestätigt, aber ich habe den Eindruck, es gibt so einen Druck in den theologischen Disziplinen, etwas Neues erfinden zu müssen, das Rad auch vielleicht neu erfinden zu müssen, weil bereits alles gesagt worden ist, mit den Mitteln, die wir schon haben. Man erfindet Christus neu mit Hilfe von Gender Studies, um ja einem vermeintlich noblen Ziel nachzukommen, nämlich den armen Frauen, die sich mit Christus nicht identifizieren können, einen neuen Christus darzulegen. Aber im Grunde eine verzerrte Figur, eine Parodie, die nichts mehr mit Christus zu tun hat und auch mit dem historischen Jesus wenig zu tun hat, mit dem, was wir über Jesus wissen und auch einfach an dem Grundkern des Evangeliums vorbeigeht. Gerade zu diesem ganzen Thema Sexualität und auch Anthropologie, also das ganze Menschenbild, ist bei Christus ein ganz wichtiges und wesentliches Thema. Es gibt kein Thema, über das Jesus so häufig spricht wie über Gericht und Ehe. Genauer gesagt, die Unauflöslichkeit der Ehe, Ehescheidung, diesen ganzen Bereich. Und dazu gehört auch die Art und Weise, wie man miteinander lebt oder wer mit wem zusammenlebt. Von daher, dies in Frage zu stellen und Christus in seinem Menschsein in Frage zu stellen, bedeutet im Grunde das ganze Christentum in Frage zu stellen. Und deshalb habe ich auch jetzt diesen Kommentar zu diesem Buch gemacht, weil das nicht einfach eins von vielen, vielen Büchern ist, die publiziert werden. Also wir haben eine Masse an Publikationen in jedem Jahr. Das Ganze ist wirklich schon fast inflationär. Und da geht sowas natürlich schnell unter. Aber ich finde dieses Beispiel einfach sehr trefflich, um einen grundsätzlichen Missstand in der Theologie also aufzuzeigen. Dass wir an den christlichen Grundfesten rütteln, mithilfe von theologischen Methoden oder vermeintlich theologischen Methoden, die eigentlich kaum noch theologisch sind, nur zu einem geringen Prozentsatz und ansonsten Anleihen machen bei anderen Disziplinen, die vielleicht sogar sowas von ideologischen Grundfesten ausgesetzt sind, dass man hier schon fast gar nicht mehr von Wissenschaft sprechen kann. Soweit vielleicht einen kleinen Kommentar. Ich sitze noch an der Theologie der Musik, wie versprochen, und auch noch an weiteren Projekten, weshalb Sie heute auch nur einen Podcast von mir bekommen. Seien Sie auf jeden Fall ein bisschen geduldig noch. Ich kämpfe immer noch gegen die Hacker. Das ist immer noch ein sehr großes Thema. Aber ich hoffe, es gibt bald ein Happy End und dann habe ich auch ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Kraft und Kapazitäten frei, um hier auf YouTube wieder ein bisschen mehr durchzustarten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, gottesreichen Segen, seien Sie behütet und beschützt, machen Sie es gut.